So, das sieht ja ganz gut aus, auf Anhieb. Okay, herzlich willkommen in meinem Handarbeitspodcast. Ihr seid gelandet bei Sylvia, die mit Sylvia-like Maschen unterwegs ist und Maschenbildern leider nicht mehr so viel gemalt. Demnächst hoffentlich, weil ich ein Gemälde anfange für jemanden, der mir ganz nahe steht. Und der, die, ich darf nicht zu viel verraten, auch rundet jetzt in Kürze. Und die mir auch so ein tolles Geschenk. Jetzt habe ich doch verraten, dass es nicht die ist. Ich kann das Geschenk jetzt nicht zeigen, erst wenn diese andere Feier vorbei ist. Und sie hat es auch selbst gemacht. Und ihr dürft gespannt sein. Es wird vermutlich im Juli, wo ich das zeige. Ja, denn ich schaffe es momentan nicht so oft aufzunehmen, wollte jetzt aber unbedingt, unbedingt euch abholen und euch auch die Sorge nehmen, falls ihr Sorgen hattet, was mit mir los ist. Alles in Ordnung, alles gut. Ich hatte nur überhaupt keine Zeit, ein Video zu machen. Und wenn ich dann mal Zeit hatte, dann hat es gerade nicht zum Aufnehmen gebracht. Das ist nicht so ganz einfach bei mir immer, weil ich gern ungestört aufnehme und das Ungestörte habe ich nicht so oft. Aber das ist auch gut so. Ja, das ist ein pralles Leben, auch im Alter, ne? Und für euch möchte ich mich gern konzentrieren können, da ich auch kein Drehbuch mache, keine Notizen, sondern immer so aus dem Schisslameng das alles zeige, was ich hier euch präsentiere. Dadurch muss ich mich besser konzentrieren und wenn dann im Hintergrund noch irgendjemand werkelt oder durchs Bild läuft oder die Türen knallt oder ruft, dann bin ich schon wieder aus dem Ding raus. So viel dazu. Erst nochmal ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch, die ihr mir so zahlreich auf Instagram geschrieben habt, die ihr mir unter mein letztes Video geschrieben habt. Leute, es tut mir so leid, liebe Freunde und Freundinnen, dass ich unter meinem letzten Video nicht einen einzigen Kommentar beantwortet habe, weil es kurz danach bei mir so rund ging, ich keine Muße hatte, das zu tun. Viele andere der YouTuberInnen haben in letzter Zeit schon berichtet, wie das ist mit den Kommentaren, unter anderem die Sabina von Sabido und die Susanne von Aargauer Strickliesel. Die beiden hatten ja jetzt auch kürzlich wieder zwei Videos, also an einem Nachmittag zwei Videos aufgenommen. Schaut rein in ihre Kanäle, das ist so lustig gewesen. Und jetzt im Nachgang haben auch beide erklärt, speziell auch die Sabina, die auch berufstätig ist, dass das mit dem Kommentar beantworten so eine Sache ist. Also ich könnte ja von mir behaupten, ich bin Rentnerin, ich hätte die Zeit dazu, das in Ruhe zu machen. Jein. wenn das Video frisch hochgeladen ist, dann hat man noch den Drive, dann guckt man ganz, ganz viel rein. Und es ist nicht so, dass man Nachzügler nicht auch noch sich durchliest und manchmal noch viel intensiver, weil am Anfang die Flut größer ist, was so toll ist. Ich freue mich da immer so drüber. Und dann denke ich immer, ach, jetzt schnell nur ein Herzchen geben. Nein, du gibst eine Antwort. Und dann wird es schwierig. Auf einmal wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und manchmal sind auch Sachen irgendwie verschwunden, obwohl man sie gelesen hat. Denkt man, da war doch noch ein Kommentar, da war doch noch irgendwas. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde jetzt dieses Video, wenn ich das hochlade, beziehungsweise im Laufe des Wochenendes, mir die Kommentare, alle, die ich aber auch alle gelesen habe, nochmal durchlesen vom letzten Video. Und ich werde euch jedes Mal, wenn ich einen Kommentar nochmal verinnerlicht habe, ein Herzchen geben mit der Bitte um Verzeihung, dass ich euch das jetzt so lang vorenthalten habe. Und vor allen Dingen, ihr sollt euch auch keine Gedanken machen, dass mit mir irgendwas nicht stimmen würde. Es ist alles in Ordnung. Nur, wie das andere auch schon gesagt haben, das Leben kam dazwischen. Und das ist ja auch wichtig. Wir haben ja schon genug Kräfte in unser Hobby zu investieren. Und manchmal nerven wir auch unsere Umgebung damit, ne? Also, weil dann, wenn vielleicht auch noch was anderes ansteht, dann sagt man, oh,
ich muss die Reihe noch fertig stricken. Und der Mann will ins Bett und sagt, kommst du mit? Ja, das kommt bei uns auch noch vor. Aber es ist nur, damit er weiß, dass ich neben ihm liege. Oh Gott, jetzt habe ich das Nähkästchen geplaudert. Nein, alles gut. Aber dann sagt man, ah, ich will noch 10 Minuten stricken. Schon wieder stricken. Hallo, muss nicht sein, gell? Ja. Und dann das andere, was mit dem Aufnehmen zusammenhängt, ist auch ein Zeitfresser, den man natürlich gern investiert, wenn man so viel liebe Zuseher und Zuseherinnen hat, wie ich zum Beispiel, wofür ich mich herzlichst bedanke. Und natürlich auch bei allen Neuen, die vielleicht noch dazugekommen sind, obwohl ich so lange nicht aufgenommen habe. Aber ihr merkt, ich bin auch heute ein bisschen aufgeregt und auch das trifft tatsächlich zu, was viele sagen. Wenn man länger nicht aufgenommen hat, ist die Aufregung am Anfang wieder genauso groß wie ganz am Anfang der Podcast-Serie. Ja, wenn ihr mich vermissen solltet, weil ich länger nicht aufnehme, es wird jetzt im Sommer so sein, dann schaut einfach in meine alten Videos oder schaut die vielen anderen ganz tollen YouTuberinnen, die auch was Wolliges in die Kamera zeigen. Und das möchte ich jetzt auch zügig tun, denn das wird jetzt auch wieder nur ein Video, was eine Dreiviertelstunde maximal dauert. So lange kann das Gerät hier aufnehmen, weil ich euch einfach mal abholen will bei meinem Stand der Dinge. Und ich hoffe, vielleicht kann ich sogar nächste Woche gleich nochmal ein Video aufnehmen. Ansonsten wird es jetzt so werden, dass die Abstände zwischen den Videos leider etwas länger sind. Leute, bei der Hitze jetzt und was man für Arbeiten hat und was schon alles war die letzte Woche, das brauche ich euch jetzt auch nicht nochmal vorzukauen, dass es entweder glutheiß ist. Wir hatten auch einen Hagelsturm zu bewältigen. Unser Vordach ist kaputt. Wir haben einen Versicherungsschaden zu melden. Die letzten Tage dieser Woche war es so, dass es in Mittelhessen, Nordhessen und auch in Nordrhein-Westfalen und wohl auch in Norden Deutschlands ganz schön geregnet hat. Bei uns nicht ein einziger Tropfen, nicht ein Tropfen vom Himmel gefallen. Die Wolken sind links, rechts, überall um uns herum gezogen. Der schöne Landregen, der uns einmal der Wetterfrosch zusagte, der kam nicht. Das heißt, gießen, 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 so gut wie es geht. Jetzt sind alle Tonnen leer. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es weitergehen soll, weil das normale Gebrauchswasser zu nehmen, ist ja auch ein bisschen blöd. Weil Wasser wird knapp in Deutschland. Ne? Das ist ein Appell an euch alle. Ich werde es auch versuchen, Wasser zu sparen, wo wir nur können, vor allen Dingen in diesen trockenen Monaten. Und da kann man schon einiges tun. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen, vielleicht so peu à peu in den Videos, wie ich das so versuche hinzubekommen. Jetzt aber zu dem Wolligen. Endlich. Ne? Ich habe nichts fertig. Noch nicht einmal meinen eigenen Karl, den Weihnachtskarl, habe ich 3-4 Sachen angefangen, kurz vor fertig. Ich muss den Juni noch nachholen. Und ja, den Juni muss ich nachholen. Aber der ist fast fertig. Und deswegen hoffe ich, dass ich nächste Woche noch mal so ein kurzes Video schicken, aufnehmen kann und euch das dann zu zeigen, weil ich mich so freue, wenn doch gelegentlich mal jemand in Instagram den Hashtag benutzt. Und ja, und zu dem Thema, das muss ich jetzt auch noch mal sagen, bevor ich was zeige, das ist, dass die Susanne, das Aargauer Strickliesel, der jetzt so ein tolle Adventssocken-Karl auch aufgerufen hat, da könnt ihr ja ruhig meinen Hashtag auch dazu schreiben, wenn er was zeigt. Ne? Die Infos dazu stehen unten in der Box. Ja. Ich habe eigentlich nur Fortschritte zu berichten und ein Störprojekt, was ich angeschlagen habe gestern Abend, das musste sein. Soll ich mal gleich mit dem Störprojekt anfangen? Ja, weil am Ende reicht es nicht. Ich bin aber so, habe so viel Lust, das weiterzumachen, wie das immer so ist, wenn man was Neues angefangen hat. Aber der Grund ist, ich zeige es euch gleich. Oh, entschuldigt, wenn ich glänze wie eine Steckstarte. Steckspate. Speckschade. Ich habe nichts getrunken. Also nichts Alkoholisches. Hier, ich habe euch doch auf Instagram gezeigt, dass ich von einem Gutschein, den ich zu meinem Geburtstag bekommen habe, meinem 70.
Ja, das habe ich jetzt alles hinter mir. Ich hatte ja auf mehrere Tage verteilt gefeiert. Eine kleine Feier steht noch aus. Also ich habe mich richtig feiern lassen, wie ein großer Jubilar. Wir haben ein Riesenfest aufgezogen in einer Gaststätte, aber mit allem drum und dran war ich auch bestimmt 2 Wochen gut beschäftigt. Habe ganz viele tolle Gäste gehabt. Meine Kinder haben mich überrascht mit was ganz Tollem. Das werde ich euch auch so peu à peu vielleicht erzählen und das eine oder andere Foto mit dazu hochladen zu meinem Filmchen. Heute noch nicht, aber ihr sollt wissen, dass auch das mich sehr beschäftigt hat und ja, Zeit genommen hat, um aufzunehmen und so weiter. Aber jetzt mein Neuanschlag, den ich, das Geld eines Gutscheines habe ich umgesetzt in einem Wollkauf. In was denn sonst, bitte, Leute? Und zwar dieser wunderschöne Bobbel, den gab es etwas reduzierter. Und da hat mich sofort gewusst, was ich damit mache. Twisted Summer Shades. Ein Garn von Lana Grossa. 3,5 bis 4 Nadelstärke. Also ich muss es mit 3 stricken, weil ich ja so locker stricke. Und das ist Baumwolle, ne? 100% Baumwolle. Und die Farben wusste ich sofort, was ich, wem ich da draus was stricke. Für meine Enkelin, die liebe Naomi, die hat, trägt mit Vorliebe Boleros. Also wenn sie ein Kleidchen anhat oder was auch immer, sie liebt Boleros. Und da hat sie einen, der ist schwarz. Das ist so Viskose-Mischgarn. Also ein schwarzes Bolero wollte ich ihr jetzt nicht stricken. Aber ich stricke ihren Bolero und das soll da draus werden. Ein Raglan von oben und ich stricke ihn der Einfachheit halber, und weil das auch mit dem Garn so schön kommt, in Kraus. Und zwar war auch mit die Sabina dran schuld, in Anführungsstrichen, denn die strickt derzeit eine so wunderschöne Strickjacke. Allerdings nicht in Cotton, sondern in einem Wollmisch oder ganz edler Wolle, ganz weiche edle Wolle. Das macht sie so toll. Also diese Farben von der Jacke haben mich auch. Sabina, wenn du das guckst, die Farben, wow, die haben mich sofort abgeholt, ne? Obwohl es gar nicht so mein Farbschema ist. Und seitdem habe ich das auch, steckt mir so im Kopf, mir was in diesen Farben vielleicht irgendwann auch mal zu stricken. Also gut, dieser Bobbel wird ein Boleroschen und weil der Farbverlauf so lang ist, oder ich weiß nicht genau, wie lang er ist, und ich will ein bisschen mehr Pep oben reinbringen, habe ich jetzt mal angefangen, zumindest partiell, nicht nur von außen abzustricken. Da hat mir nämlich das Grün oben für mein Enkelchen am besten gefallen. Und dann aber auch nochmal von innen, so ein paar Reihen von innen zu stricken, dieses schöne Blau. Und ich finde diese Farbmischung so schön, dieses Blau und Türkis und Grün. Das Garn hat auch was, ne? Guck du mal, wie das, was das so. Der Faden, der hat in sich. In sich ist der auch ganz fein gefärbt. Warte mal, jetzt habe ich jetzt beide drin. Jetzt halte ich das nochmal so hin. Könnt ihr das sehen? Könnt das die Kamera? Nimmt die Kamera das mit? Da ist immer noch so ein Hauch. Hier kann man es sehen. Also nicht gespeckelt, aber irgendwie toll. Ja, und das macht mir Riesenspaß. Das wohnt in dem Organza-Beutel hier. Eine Häkelnadel hatte ich auch mal dazu gelegt. Gestern Abend hatte ich Lust, einfach anzuschlagen. Das musste gestern mal sein. Und warum, das kann ich euch gleich sagen. Ich stricke an so vielen Projekten, die noch ein bisschen langlebig sind. Mir auch Riesenspaß machen und ich mir jeden Tag irgendeins mal für eine gewisse Zeit vornehme. Ich muss wieder ein bisschen zurückgehen. Zum Beispiel den Mistschal. Der Name Mistschal ist ja schon irgendwie für uns Deutschsprachige. Wer denkt bei Mist an Nebel? So soll das wohl heißen, ne? Nebelschal. Jetzt hat sich hier was verheddert. Toll, toll, wie ich vorbereitet bin. So weit bin ich da jetzt gekommen. Ich stricke das aus der Drops Flora. Die Anleitung ist von Isan Nitz. Inese Sang, so heißt sie, und ihr Ravelry-Account, wo sie ihre Anleitung veröffentlicht, das stelle ich euch noch ein. Und das hat hier, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, das hat hier so ein ganz tolles Blattmuster. Ja, schaut mal.
Und an Strukturmuster mit verkreuzten Maschen braucht man keine Hilfsnadel dazu. Man kann mit Hilfsnadel, aber muss nicht. Und stricken tue ich das aus diesem dunkelgrün und beige-grau. Mix ist das Mix. Es gibt ja diese Mix-Färbungen von Drops und die finde ich für sowas besonders schön. Na? Und das Grau-Grün, Dunkelgrün ist, ich weiß jetzt die Farbnummer nicht, aber so viel Auswahl gibt es ja nicht in den Farben. Also ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Sie hat jetzt noch einen ganz tollen neuen Schal rausgebracht, den Baltic Sea heißt der, glaube ich. Aber den gibt es erst noch nur in einem Buch. Oh, ich glaube, das ist ein japanisches Strickbuch. Irgendwann gibt es die Anleitung hoffentlich auch solo. Und das wird mit der sogenannten Intarsienstrickerei gemacht. Das heißt, der Faden wird hier immer verkreuzt. Aber das geht gut, wenn man die Farbe wechselt, ne? Ah, ist das schön oder ist das schön? Gefällt mir gut. Und die Flora ist wirklich. Ich würde mir wünschen, dass sie noch ein paar schönere Farben haben. Das Alpaka-Garn, da kann ich gleich überleiten, von Drops, das hat so viel tolle, tolle Farben. Nur das Alpaka kann ich am Hals nicht tragen. Die Drops-Wolle, die Flora von Drops, die ist ganz weich. Und wenn die noch gewaschen ist, da habe ich ja schon meine einen Half and Half gestrickt. Der zweite liegt da. Das ist wirklich ganz toll. Das kann man wirklich am Hals tragen, die Flora. Und verstrickt sich auch ganz prima. Also das muss ich sagen, ich bin total geflasht von dem Garn, was diese Art, wenn man so ein Tuch stricken will, wie das so gut funktioniert und Spaß macht, immer wieder Spaß macht. Sowohl beim Stricken, dann danach, wenn man diese Haptik so anfasst, das plustert sich auch so ein bisschen auf. Das habe ich ja auch erlebt bei meinem ersten Half and Half, den habe ich ja auch mit Flora gestrickt und dann danach so ein bisschen aufgepeppt noch. Das Aufpeppen will ich hier wahrscheinlich lassen, denn dieses schöne Strukturmuster soll ja weiter zu sehen sein. Ja, also Mistschorl von Isang Nitz bzw. Inese Sang. Ich verlinke euch unten in die Infobox die jeweiligen Seiten, wo ihr das findet. Zum Verlinken in der Infobox muss ich auch noch mal sagen, viele von euch haben das noch nicht mitbekommen oder fragen mich immer wieder Sachen in ihren Kommentaren, die alle unten in der Infobox drin stehen. Es hängt ein bisschen vom Gerät ab, wie euch das in YouTube angezeigt wird. Bei manchen Geräten oder bei mir ist es auch so, bei dem einen Gerät, zum Beispiel beim PC ist es, steht unten der Text zu dem nach dem Podcast-Namen und der Abonnentenzahl steht dann das, was ich händisch am Anfang meiner Infobox eingetragen habe. Das geht aber dann noch weiter. Diesen Fließtext, den müsst ihr dann lesen unter dem Kanalnamen sozusagen. Und dann kommt irgendwann fett gedruckt mehr. Und auf dieses mehr, dieses Wort mehr, was fett gedruckt ist, müsst ihr draufklicken und dann klappt die Infobox auf mit allen anderen Infos, die wir, ich sage jetzt wir, weil viele machen das ja auch, dort eingegeben haben für euch und den jeweiligen Verlinkungen auf die Seiten, die euch weiterhelfen, wenn ihr auch die Anleitung oder die jeweilige Designerin oder den Designer sehen wollt und so weiter oder das Buch, was immer es auch ist oder die Wolle, wo ihr die her ist oder was, wie die sich bezeichnet. Dann gibt es aber auch Infoboxen, da steht das nicht in dem Fließtext mit mehr, sondern da ist nur unten rechts, wenn ihr drauf schaut, einmal links der Kanalname, dann vielleicht der Titel der jeweiligen Folge und dann rechts ist so ein kleines Häkchen, nur so ein Häkchen, wie so ein kleiner Pfeil nach unten, aber das ist nur ein Haken, etwas breiter meistens. Und wenn der da drauf geht, klappt sich die Infobox auf. Was anderes wüsste ich jetzt nicht, es gab noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Also seid ein bisschen kreativ, bevor er einfach schreibt, ja, und wo finde ich das jetzt? Das ist für uns dann auch ein bisschen blöd, wenn man das alles sich schon die Mühe gemacht hat, unten reinzuschreiben. Denn das ist wirklich Arbeit, auch noch, wenn man einen Film aufgenommen hat, die ganzen Detailangaben zu machen. Und dann kommen wieder die Fragen in den Kommentaren, nur weil ihr nicht wisst, wo die Infobox ist.
Und wenn er es vielleicht so nicht rausfindet, dann fragt jemanden, der mit dem Computer mehr zu tun hat oder sich gut auskennt. Oder am Handy, wenn der unterwegs seid mit Freunden, Bekannten, jüngeren Leuten, dann zeigt es hin und sagt, ey, ich würde gerne mal die Infobox lesen, wo finde ich die? Okay, das ist mein Ratschlag für heute. Ja, weil ich eben gesprochen habe von der Flora, kann ich euch gleich zeigen, wie weit mein Half and Half ist. Der dritte ist das. Ich stricke ihn ja in Anführungsstrichen falsch. Das ist dieses tolle Mandarin, das ist eine neue Farbe von Drops. Was ihr da seht, ist ein Faden, der noch nicht vernäht ist. Hier. Ich mache das einfach, ich mache mich nicht lang rum. Ich stricke ein Stück doppelt. Diese etwas dickere Zeile, die sieht man später kaum noch. Also das Stück, wo ich die beim Faden ansetzen die zwei Fäden doppelt genommen habe, vom alten und vom neuen, da bin ich nicht so Monk, habe ich keinen Monk. Also heißt, bin ich nicht so penibel. Ja, und jetzt habe ich nur noch das, aber das nur noch das ist schon ziemlich viel, weil es sind ja jetzt schon ganz lange rein. Ich kann es euch jetzt nur so zeigen. Das ist mein Strickstück, was ich immer dann raushole, wenn ich irgendwie durch bin. Keine Lust mehr habe auf Muster, keine Lust mehr habe auf Überlegen, wenn ich einen spannenden Film gucke oder eine spannende Serie oder das Hörbuch so besonders spannend ist oder wenn ich einfach keine Lust mehr zu nichts habe und dann stricke ich da dran ein Stück weiter. Da muss man ja nicht überlegen, wie geht das Muster, muss man sich wieder neu eingrooven und vor allen Dingen, also ich sag's euch nochmal zum dritten oder vierten Mal, meine Art, den Half and Half zu stricken, ist nicht ganz korrekt. Weil die verkürzten Reihen andersrum angesetzt werden bei dem ersten Dreieck. Und mit den Wickelmaschen, ich mache keine Wickelmaschen, ich mache German Short Hose. Und bei mir wird am Anfang, wenn ich anfange, von der kleinen Spitze an, das Tuch immer größer, immer größer, immer größer, die Reihen immer länger. Und bei der tatsächlichen Anleitung ist es umgekehrt. Da wird am Anfang bei dem ersten Dreieck an der großen Maschenzahl angefangen und mit großen Reihen und mit Wickelmaschen wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis das erste Dreieck fertig ist. Das wird schon ganz schön groß. Ich habe 260 Maschen angeschlagen, macht aber nichts. Ich wollte es so. Und die andere Farbe habe ich jetzt nicht hier. Das ist ein schöner Fliederton. Also ich habe den anderen Half in Half jetzt momentan bei 32 Grad im Schatten natürlich nicht. Aber ich muss sagen, die Flora verstrickt sich auch für mich. Habe ich kein Problem bei großer Hitze. Gut, das ist so ein tolles Garn. Ich will nicht unbedingt Werbung für Drops machen, aber ihr alle kennt Drops, die meisten von euch. Und das sind auch gute Garne, die man günstig bekommt und die sich auch im Strickalltag bewähren. Ja, so, ich rausche durch, ich rausche durch. Aber ich muss, es sind schon 23 Minuten rum. Zwischendrin noch ein kurzes Gequatsche zur Abwechslung. Ich will euch nochmal erzählen, wie es mir ergangen ist bei Instagram mit einem Aufruf, der nannte sich 10 Tage, 10 Bilder Challenge. Das war so eine Art Kettenaktion, Kettenbrief kann man dazu ja nicht sagen. Ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll. Also, irgendwo kam das von der Faserschmiedin, die ja auch in letzter Zeit viel postet und ganz schön mitnimmt auf ihren strickigen und häklerischen Abenteuern und vor allem ihre tolle Fahrstuhlbilder zeigt. Das finde ich toll. Also so einen Fahrstuhl hätte ich auch gerne und wenn es nur zum Fotografieren ist. Ich weiß nie. Ich müsste immer jemanden bitten, mich aufzunehmen und das ist nicht so einfach. Mein Göttergatte, der hat das nicht so im Blick mit dem Aufnehmen. Und ansonsten, ich müsste mich vielleicht mal bemühen, so eine Art Mini-Modenschau intern zu machen, meine Schwester herbestellen und dann sollte die mal schöne Bilder machen. Das nehme ich mir schon lang vor und vergesse es immer wieder. Ja, wir waren auch wieder unterwegs beim Sister Day, das kam auch noch dazwischen. Da waren wir auf einer Country Fair, also so eine Gartenausstellung hier im Odenwald. Das war so traumhaft schön. Und tolles Wetter, es war da noch nicht so heiß. Bei der nächsten Folge, wenn ich es vielleicht schaffe, ein bisschen zu schneiden, dann hänge ich euch auch noch mal Bilder an. Ich werde es dann auch noch mal sagen. Wolliges habe ich nicht gekauft. Ach, warte, ich zeige euch das schnell.
Aber sowas zum Beispiel. Guck doch mal, ist die nicht süß? Das ist so eine Gartenkeramik. Da tut man auf einen Holzstamm oder irgendwo so einen Nagel dran machen und dann krabbelt die mal die Raupe da hoch. So ein Kram kriegt man da halt, ne? Unnützer, heißer Scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes. So, ach ja, und die 10 Tage, 10 Bilder Challenge, die habe ich mitgemacht. Also, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wo ich meine Werke versucht künstlerisch einfach so reinzustellen ins Instagram. Und ich habe auch viel Resonanz dazu gekriegt. Vielen, vielen, vielen Dank. Und es waren auch einige Größen aus unserer Umgebung, Größen in dem Sinn, dass sie euch alle bekannt sind oder den meisten, haben auch mitgemacht. Ich muss sagen, bitte, bitte, lasst mich in Zukunft bei sowas außen vor. Das ist so lieb gemeint gewesen und ich habe mich auch gefreut. Ich habe es auch gern gemacht, aber ich muss passen, dass ich solche Aktionen, wo man dann, es hat mich teilweise ein bisschen überfordert und ich wollte es dann, nachdem ich es angefangen habe, auch nicht mittendrin abbrechen. Und außerdem kam schon vorher dazu eine Anfrage von einer lieben Bekannten. Wer jetzt mich sieht und sie sieht mich, das weiß ich, die wird wissen, wer gemeint ist. Da habe ich die Frage noch abgelehnt. Die hat mich auch gebeten, für sie die Kette weiterzuführen. Aber also man sollte nämlich 10 Bilder und bei jedem Posting eine neue oder einen neuen wollmäßig oder wer immer, sag ich mal, so kreative Sachen macht. Jetzt mal ganz egal, diese 10 Tage, 10 Bilder Challenge mitzumachen. Und das ist so ein Schneeball, so ein Kettensystem. Und ihr habe ich es noch abgelehnt. Und dann, als die Faserschmiedin mich anschrieb, habe ich gedacht, ach komm, jetzt willst du es noch mal ablehnen. Also ich hatte keine Lust, dauernd auch abzulehnen. Habe ich gesagt, naja, das war dann in einer bisschen anderen Phase als bei der ersten Anfrage. Und Leute, bitte, seid nicht sauer, wenn wieder sowas ist. Ich mache es nicht mehr mit. Ich schaue es mir gern an. Ich versuche auch regelmäßig Dinge in Instagram zu posten, euch überall mitzunehmen bei meinen kreativen Gewerkel. Aber bitte keine solche Sache mehr. Das finde ich toll, wenn andere das machen, aber ich brauche es nicht. Gut, Punkt. Jetzt geht's weiter mit einem anderen Projekt, was ihr euch sicher fragt, was ist daraus denn geworden inzwischen? Das ist der Botulinakal. Und zwar der Roundabout Botulinakal. Einige sind natürlich fertig, ganz viele sind fertig. Ich bin es nicht, aber ich bin ein Stück weitergekommen. Beim letzten Video habe ich es euch ja gezeigt. Was ist meine Häkelnadel dazu? Jetzt sagt der Häkelnadel. Das sind diese tollen Häkelnadel. Viele von euch haben sie ja auch bestellt inzwischen. Ja, die gibt es günstig beim großen A. Da ist, glaube ich, auch so eine Häkelnadel. Die gibt's, also ich habe es euch schon mal in die Kamera gehalten. Die sind so toll, die Häkelnadel und so hübsch. Nee, das ist eine andere. Zu viel versprochen. Ihr wollt aber meinen Fortschritt sehen. Und zwar habe ich mich von Betty Strickt, die ja auch ganz tolle Videos macht, ich habe es schon mal erwähnt, als die ihren Bodolina Roundabout gezeigt hat, habe ich gesagt, ja, ich hatte nämlich keine Lust mehr, in Runden recht zu stricken. Und dann habe ich gedacht, ja, was die kann, kann ich auch. Und habe weiter gehäkelt. Und habe die Ärmchen gehäkelt und bin jetzt am Body häkeln. Und wenn ihr euch wundert, dass das jetzt hier nicht mehr so ein strahlendes Türkis ist, das ist Absicht, beziehungsweise das gibt das Garn vor. Was ich müssen erkennen kann, den stricke ich ja von innen. So sieht der aus. Das Türkis ist ein bisschen leuchtender insgesamt, aber hier wird es so ein bisschen gräulich, weil ich ihn von innen raus häkel. Ihr könnt das Muster, das habe ich aus einem Buch, Omas Häkelmaschen. Ihr kennt das, habe ich jetzt leider nicht da. Habe ich mir das Muster ausgesucht und es wird schön, es macht Spaß, ist spannender, es wird ein bisschen oversizig und ich muss sagen, ich habe den natürlich anprobiert hier oben und diese von der Nicola Susan, die das Design entwickelt hat vom Roundabout, was für alle Wollarten, für alle Größen geeignet ist, weil es eine Formel gibt, nach der man das dann ausrechnen kann.
Und ich muss sagen, ich hatte mir schon mehrere Rundpassenpullis gestrickt und die meisten, da ist immer irgendwas mit der Passform gewesen, dass es nicht so saß bei mir. Ich habe jetzt hab ziemlich breite Schultern, ja, und auch ein bisschen Vorbau, aber meine Arme sind nicht so dick. Also irgendwas schlapperte immer und auch hin. Aber dieses Bodolina-System ist eine ganz tolle Passform, weil sie an bestimmten Stellen kurze Reihen, verkürzte Reihen einbaut, die die Passform immens verbessern. Und was ich noch gemacht habe, aus freier Schnauze, ich habe hier vorne noch auch ein paar, so wie Apnea, hier so ein paar verkürzte Reihen eingearbeitet. Und das sieht jetzt ein bisschen unförmig aus, aber es passt gut und er soll auch nicht eng anliegen. Der soll mal auf eine enge Hose oder ein High-Waist-Jeans oder mal sehen. Ich muss dann mal eine High-Waist-Jeans anziehen. Ich bin dabei abzunehmen. Es klappt, ich habe schon 3 Kilo abgenommen. Und wer es wissen will, mit was? Mit Weight Watcher. Ich habe alles Mögliche probiert und Weight Watcher habe ich schon mal gemacht mit super Erfolg und habe auch lange mein Gewicht gehalten. Und es war jetzt höchste Zeit. Ich habe mich selber nicht mehr wohl gefühlt. Und ich mache das ganz, das neue Programm. Es gab jetzt eine Ermäßigung für ein ganzes Jahr. Ich glaube, ich will jetzt nicht Werbung für Weight Watcher machen, aber nur falls euch interessiert, dass ihr das auch noch machen wolltet. Es ist jetzt auch eine gute Jahreszeit, das zu machen, finde ich, anzufangen. Und ich gehe jetzt regelmäßig schwimmen, ich gehe ins Yoga, ich gehe laufen. Das kommt noch dazu, mein Zeitfaktor, ne? Weil ich vorhin gesagt habe, Zeitfaktor. Ich mache ein ganz großes Bewegungsprogramm und das tut mir gut und es macht mir Spaß. Und bei der Hitze, jetzt kann man eigentlich nur schwimmen, habe ich mir eine Dauerkarte besorgt und so weiter. Und wir haben so ein schönes Schwimmbad in der Nähe, was Gott sei Dank auch offen hat. Viele haben ja im Odenwald auch schon geschlossen, leider, leider. Und wo bin ich stehen geblieben? Ach so, eine High-Waist-Jeans. Die werde ich mir irgendwann, ich habe eine entdeckt in meinem Schrank, da würde das so gut, das ist auch eine Aprikot-Jeans. Das würde mega passen. Und da darf das Oberteil ruhig weit sein. Ne? Dann kommt das so richtig zur Geltung. Und deswegen weiß ich auch noch nicht so genau, wie lang ich das häkel jetzt. Und wie ich den Abschluss mache, weiß ich jetzt auch noch nicht. Und es ruht im Moment. Die Wolle muss ich noch mal erwähnen oder möchte ich noch mal erwähnen, ist die ein Bobbel von Wolpedia. Und das ist modal und das ist relativ dick. Das ist fünffädig. Und deswegen, wenn ich das alles auf dem Schoß habe, das ist mir momentan bei 30 Grad zu viel. Und das wärmt ganz schön und ist ganz weich. Also ein ganz tolles Material. Also schaut mal bei Wolpedia rein. Da habe ich ja auch einen Discount zu vergeben nach meinem Unboxing-Video. Und zwar Maschenbilder. Ich schreibe es euch unten rein. Wenn ihr diesen Gutscheincode verwendet, kriegt ihr 10%. Und modal ist für alle ganz toll, die Wolle nicht nehmen wollen oder vertragen. Und sie hat auch in letzter Zeit sehr viel mehr wieder gezeigt in Instagram und in YouTube. Es gab mal eine Zeit lang auch ein bisschen eine Pause bei ihr, aus mehreren Gründen. Aber jetzt hat sie wieder ganz viel Sachen, neue Sachen gezeigt und was machbar ist und auch neue Ideen. Schaut mal bei ihr rein. Sie sind viele Inspirationen dabei. Ach ja, und weil ich nochmal für die, die jetzt neu eingestiegen sind und die letzten Film, das ist das Flauschgarn auch von Wulpedia, was hier in der Passe oben verarbeitet ist und diesen tollen Effekt bringt, indem ich sozusagen linke Reihen gestrickt habe, linke Runden und das dann so ein bisschen wie eine Biese aussieht, die keine Biese ist. Das brauche, wie ihr seht, gar nicht mehr so lange, außer den Fäden zu vernähen und zu entscheiden, wie lange ich weiter häkel. Aber das ist im Moment nicht meine Prio One. Das Zwischendurch-Projekt wird mit Volldampf jetzt vorangetrieben. Das macht jetzt auch Spaß, auch gerade bei der Hitze. Jetzt kann man das gut weitermachen. Weil alles andere bei der Hitze ist nicht immer so einfach. Zum Beispiel auch eins, was ich gerade stricke. Entschuldigung, wenn ich euch so ins Bild komme, aber ich kann es hier nicht anders machen. Ist euch auch wahrscheinlich egal, wenn ihr nur sehen könnt, was ich angestellt habe. Ein weiteres Projekt ist ein ganzes Stück gewachsen. Und das stricke ich jetzt auch, obwohl das von der Jahreszeit her
irgendwie überhaupt nicht passt. Aber weil das so dunkel ist, das Garn, und ich das im Winter schlecht stricken kann, beziehungsweise im Herbst, oh, jetzt hauen mir hier die Maschen ab. Das ist nicht schön. Das wollen wir mal vermeiden. Jetzt muss ich zumindest mal die Randmasche noch auffangen. So, das ist das Tuch. Warum ist es denn richtig? Seht ihr, ich kann das hier zum Beispiel in dem Licht hier schon kaum erkennen, in diesem Zwielicht. Ja, jetzt kann man es sehen. Das ist das Tuch Little Sister von Merlin, von der Melanie Berg. Und am Anfang habe ich eine Weile gebraucht, bin ich ohne Chart nie zurechtgekommen, habe ich immer gezweifelt, bin ich richtig, mache ich es richtig, diese tollen Wellen. Kann man das sehen? Das ist einmal mit verschränkten Maschen hier, rechts, links, rechts immer verschränkt. Auf der Rückseite muss man es dann links verschränkt stricken und dann glatt rechts und durch dieses Lochmuster, was man auch von hinten stricken muss, entstehen diese Strukturwellen und ich glaube, das kommt ganz schön rüber, ne? Die Farbe wurde ausgesucht. Ist nicht so meins, aber für den Endzweck war mir jetzt klar, dass es die richtige Farbe ist, die gewünschte. Und so weit, da sind jetzt schon die Maschen runtergesprungen. So weit bin ich schon. Hier habe ich dann mit dem Kraus weitergemacht und die Musterführung geht nur noch so weiter. Und jetzt kann ich das Muster auswendig. Das ist toll. Und jetzt habe ich nur noch, zeige euch gleich die Wolle. Das ist das Strumpfgarn von Wollerödel. Ich habe jetzt die Farbe nicht. Ich muss die Banderole hatte ich doch eben gesehen. Jetzt ist sie gerade wieder weg. Egal. Ihr habt ja die Farben gesehen, ne? Also das strickt sich auch sehr gut und ich hätte nicht gedacht, für ein Tuch auch geeignet. Gut, wer hyperempfindlich ist, für den ist es nichts. Also, aber so normalempfindliche, wenn das dann auch nochmal gewaschen ist mit Euzellan oder so, eignet sich diese Strumpfwolle von Wollrödel auch sehr gut, um ein Tuch zu stricken und hat diesen wunderschönen Effekt, den das ihr sehen könnt. Und ich muss es jetzt als stricken, solange eben die Tageshelligkeit und auch das noch, vor allen Dingen abends dann, wenn es ein bisschen kühler ist, noch so lang hell ist, dass ich das stricken kann. Und ich habe jetzt noch das halbe Knäuelchen und noch ein ganzes. Und dann ist eh fertig, dann muss ich eh abketten. Ja, die Little Sister, das Tuch Little Sister von Merlin, ich verlinke es euch. Die Melanie Mielinger hat es auch schon, die Melinitz, hat es auch schon gestrickt, hat auch davon berichtet gehabt, aber in irgendeiner Folge. Aber das Tuch ist schön, es ist schon ziemlich lang, ist ziemlich, fängt ziemlich spitz an und wird jetzt zum Dreieck. Ja, da habe ich, wie ihr sehen könnt, viel gestrickt. Ich habe an dem Mistschal viel gestrickt, an dem viel gestrickt. Und eigentlich habe ich jetzt auch noch einen Fortschritt zu zeigen an dem hier. Da habe ich auch, das ist auch sehr angenehm zu stricken, das Garn ist von, das nennt sich Hannelore von Bohai, von der Elke. Da habe ich lange überlegt, was stricke ich aus diesem tollen Garn, weil das so edel ist. Das ist ein ganz edles Garn. Und dann habe ich hier dieses Poncho-Werk entdeckt mit dieser Borte unten. Guckt mal, wie toll das darüber kommt mit dem Garn. Und das sieht real genauso aus. Macht riesen Spaß zu stricken. Ich habe seitdem das letzte Mal euch gezeigt habe, hier habe ich einen Fortschrittsmarker sogar mal eingesetzt, seitdem ich das letzte Mal gezeigt habe, das ganze Stück gestrickt. Ja, das geht auch so peu à peu weiter. Dadurch, dass ich jetzt zwei so dunkle Garne habe, muss ich mir das immer gut einteilen, wann ich welches mache. Das ist der Ravi Poncho von Isang Knits. Und so bin ich auf diese Designerin gestoßen. Das hat mich total überzeugt, weil die Borte, die wird dann beim Poncho hier, oh, ich kann's euch, hier unten sein. Und die ist schon ein bisschen strukturell bedingt, ein bisschen schwer, die Haptik. Und dann wird das bedeuten, dass der Poncho immer schön nach unten hängt. Und ich denke, die Farbe, die ist für mich so semi geeignet. Aber als Poncho, wo man dann doch immer noch was anderes drunter hat, sehr gut. Ne?
Ja, ich hoffe, ich überfordere euch jetzt nicht mit den vielen Sachen, die nicht fertig sind. Ich hätte euch gern was Fertiges gezeigt. Ich gucke mal, ob es. Na, es langt nicht. Es muss in einem zweiten Video, was nächste Woche kommt. Dann werde ich euch mal berichten, welche Sachen ich sozusagen nachgeholt habe für meinen eigenen Weihnachtskarl. Habe ich noch der Juni nachzuholen? Ist noch nicht ganz fertig. Habe ich im Mai meine Mai-Sachen gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mir selbst mal einen Überblick verschaffen. Ich hoffe, ihr seid besser drauf an dem Punkt wie ich und macht das alles besser und konsequenter. Aber ihr werdet es mir nachsehen. Es war einfach wirklich so, 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 so viel los. Und zum Aufnehmen braucht man auch immer die entsprechende Verfassung. Ja, gut. Jetzt habe ich euch viel erzählt und viel berichtet. Das Einzige, was ich noch zeigen kann, so lang, vielleicht noch 2 Minuten. Ich verabschiede mich schon mal zur Sicherheit. Falls das Filmchen nämlich jetzt abbricht, habe ich euch schon mal Tschüss gesagt. Wünsche euch eine fröhliche, gute Sommer-, Häkel- und Strickzeit. Kein Starkregen, nur Landregen, kein Unwetter. Und die Hitze, oh, soll jetzt mal so ein bisschen regulär werden. Heute ist, glaube ich, ganz schön. So 29 Grad gemeldet und morgen sind schon wieder 32 Grad werden bei uns. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Man wird dann so träge, ne? Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wo die Faserschmiedin dran schuld ist. Die Daniela heißt sie, glaube ich, ja. Das gab es nämlich jetzt bei Amazon günstiger und das habe ich mir geholt, weil ich Wolle zu liegen habe von Mondschein? Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Jetzt ist mir der Name entfallen. Egal, wenn es soweit ist, zeige ich euch eh nochmal die Wolle. Und da sind so tolle Sachen drin, wo ich mehrere Tücher entdeckt habe, die ich daraus stricken könnte. Aus der Wolle, die mir da schon länger in meinem Stash liegt. Ja, das hier zum Beispiel finde ich ganz toll. Das gefällt mir mega. Und das ist Double-Face-Stricking, das wollte ich sowieso schon immer mal machen, beziehungsweise ausprobieren, wie es geht. Da sind Anleitungen drin, ich werde das mir einverleiben. Das ist eine der Techniken, die ich unbedingt noch machen werde. Schattenstricken ist nicht so meins, glaube ich. Hebemaschen, dieses Cape gefällt mir auch mega gut hier. Das würde mir auch aus der Wolle gut gefallen. Das heißt, es ist kein Cape, es ist ein Dreieckstuch, was sich aber wunderbar um die Schultern formt. Ich glaube, das mache ich. Das sind nämlich die Wollen, die ich habe, die zeige ich euch dann. Das sind anderen Farben wie das. Aber, oh ja, je länger ich mir das so betrachte. Okay, das ist ein kleiner Ausblick, damit ihr weiter bei der Stange bleibt, weiter Däumchen hochgebt. Weiter Abos abschließt, obwohl ich jetzt so lange pausiert habe. Ihr sollt wissen, mir geht's gut. Euch hoffentlich auch. Und in dem Sinn grüße ich euch bis zum nächsten Mal. Ciao!